Hallo Leute, willkommen zu Napoleon. Der grinst uns hier auch schon ganz frech an. Ja, wir starten jetzt einfach mal einen Europafeldzug. Und zwar, wie es sich nicht anders gehört, erstmal als Franzose und mit der automatischen Berechnung der Schlachten. Das heißt, wir müssen die Schlachten nicht selber durchführen, sondern die werden automatisch generiert bzw. durchgerechnet. So, wir fangen hier an. Napoleon. Jetzt muss ich erstmal gucken, wir haben zwei so Typen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ging. Ich glaube, das war verschieben. Nee. Ah, okay. Dann können wir hier auswählen. Rechts oben seht ihr immer, wie viel Einnahmen das Land generiert. Das heißt, ich habe jetzt gerade Scheiße gebaut, weil ich hätte nach Südfrankreich gehen müssen. Wir machen erstmal vier weitere Einheiten und dann lassen wir mal die anderen hier Zeug erobern. Okay, jetzt schicken wir die hier rüber. Links geht was. Ah, so kann ich einen rüber schicken. So, wir gucken jetzt erstmal, dass wir so viel Einheiten wie möglich machen, damit eben unsere Grenzen sichern können. So, er hat hier schon bei gibt's schon den ersten Kampf. Ja, Ungarn ist auch immer ganz gut. Gibt 70. So, wir haben jetzt hier oben links steht, wie viel Einnahmen wir haben. Und jetzt gucken wir gerade mal. Wir schicken die mal hier runter. Den lassen wir das hier noch besiegen. Und dann nehmen wir da unten noch was rein. So, und jetzt können wir schon richtig hier was loslegen. 10 Einheiten können wir maximal produzieren. Das ist gut, dann können wir gleich mal hier hochschlappen. Na, noch hat es keine Eroberung von einem besetzten Land gegeben. Okay. Jetzt gucken wir mal. Wie viel haben wir hier? Ich glaube, wir gehen mal noch hier runter. Ne, wir lassen den da. Den nehmen wir noch da mit rein. Also wir müssen eigentlich nur unsere Außengrenzen sichern. Und dann greifen wir mal. Wen greifen wir denn an? Greifen den hier an. Das müsste eigentlich relativ flott gehen. Jawohl. Und wir haben noch 10 Einheiten dort. Das ist sehr gut. Mal 10 Fußsoldaten, also ich schaue hier einfach mit den Fußsoldaten. Das ist so eine Billig-Variante. Schön billig produzieren und alle einfach überrennen. Na, viele Truppenverschiebungen. Na, was haben wir hier oben? Er ist da ganz alleine da unten, das ist vielleicht ungeschickt erstmal. Wir schicken die jetzt. Warte. 4. Dann wird das hier fallen. Norditalien 50. Ja, wir schicken die da hoch. Wir müssen ihn gleich an die Basis schwächen. Dann hat er nämlich nicht mehr so viel, wo er uns in die Quere kommen kann. Ah, und mit Glück kriege ich vielleicht das sogar. Nein, schade. Aber das ist egal. Jetzt ziehen wir die da hoch. Und mit dem sichern wir das genau. 5 gegen 4. Dann hat er halt natürlich wirklich fast nichts mehr. Aber wir lassen das jetzt erstmal. Nochmal 10. Nächste
haben wir schon mal Irland eingenommen. So, jetzt muss ich gerade überlegen. 10, 10. Dann ziehen wir den hier einen zurück. Ah, verdammt, da kann ich ja dann nichts mehr bauen. Ich wollte hier jetzt wirklich die Kaserne bauen. Hier könnte ich eine Kaserne bauen. Was können wir machen? Ja. Aber je mehr Kasernen wir haben, je mehr können wir natürlich auch ausbilden. Ist natürlich ganz gewöhnlich. Sehr gut, das ist sehr gut. Die bekriegen sich und ich bin dann der lachende Dritte. Weil England machen wir jetzt mal schnell platt. Ja, und die lassen mich auch in Ruhe. Das ist gut, dass sie mich hier unten in Ruhe lassen, ist sehr gut. So, jetzt können wir nämlich hier wirklich mal agieren. Wir malen erstmal die da oben. Hier stehen zwei. So. Ja, England hat verloren. Tada. So, und dann holen wir uns das hier noch. Chaka. Und den ziehen wir, glaube ich, wieder rüber. Also ich habe das Spiel wirklich früher richtig viel gespielt. Ich habe dann auch zeitweise die Runden gezählt, wie viele Runden ich gebraucht habe, um Europa in meine Kontrolle zu bekommen. Bin mal gespannt, was Ungarn, was Österreich hier macht. Sie lassen mich in Ruhe, das gibt's gar nicht. So. Wir könnten hier eine Kaserne hinstellen, aber wenn die natürlich gleich wieder angegriffen wird, haben wir da nichts gewonnen. Okay, warte, wir verschieben erstmal Truppen, oder? Warte mal, hier ist kein. Hier sind gar keine Truppen. Das ist halt perfekt für mich. Zack. Dann gehen wir da hin. England muss fallen. Jawohl, England wurde besiegt. Stoppen wir hier mal auf. Da verschieben auch welche hin. Ich sollte eigentlich jetzt hier noch angreifen. Dann machen wir das. Wir müssen die schwächen. Und wenn wir es auch nicht besiegen, das ist völlig egal. Aber man muss jetzt schwächen an der Basis. Dann haben wir für die nächste Runde schon weniger Truppen zum Einsatz. Ja, das sieht sehr gut aus. Da wird man es nicht gewinnen, genau. Aber das ist gar nicht so schlimm. So, wir können jetzt nochmal 20 Truppen ausbilden. Also, ich hab's schon aktiviert. So. Gucken wir mal, was die Leute machen. Die steigen sie im Osten. Preußen ist das. Ostpreußen. Westpreußen. Die Russen dehnen sich aus, also gegen die Russen werde ich einen ordentlichen Kampf haben.
Jetzt bauen wir hier noch eine Kaserne. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. Wenn ich mir den 10 hier einmarschiere, dann kriege ich das. Werden sie das zurückholen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich werden sie das probieren. Okay. Dann greifen wir hier an. Einfach wirklich wieder nur, um sie zu treffen. Um was anderes geht es hier gar nicht. Wenn ich mir jetzt eine Kaserne abschließen kann, wäre das natürlich super. Weniger Ausbildung an neuen Truppen. Jawohl. Also 270, ja, weil ich die Kaserne gebaut habe. Jetzt hier oben drauf, den habe ich natürlich verloren. Dann muss ich schnell hier drüben nach Großbritannien schicken, nach England. Der Russe hat eigentlich kaum Truppen, muss man echt sagen. So, jetzt, das war klar. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ah, schade. Jawohl, das ist gut. Die Kaserne hier unten ist gesichert. Da können wir jetzt gleich nochmal einen Haufen Truppen ausbilden. Das passt. Zwei gegen eine Kanone. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist aber ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich setze mal damit an. Den Klauen ist vielleicht einfach nur das hier. Südachse. Sicher. Das Gute ist jetzt, ich muss jetzt erstmal eine Kaserne bauen. Wissen. Schauen wir mal. Ja, die streiten sich da unten. Das ist so gut, wenn sie sich streiten, ohne mich da zu involvieren. Ja, der Russe hat keine Truppen. Da oben bildet er jetzt mal 10 aus. Und ich bin wieder drumrum gekommen, also. Wenn ich den jetzt angreife, dann wird der Russe da oben mein Zeug nehmen. Wird es langsam haarig. Ich ziehe die mal oben rum. Weil. Ach, hier darf ich jetzt keine mehr hinschicken. Das ist natürlich schade. Zack, weg damit.
klar, war logisch. Habe ich auch nicht anders erwartet. Das Problem ist, ich habe hier jetzt Gefahr im Verzug. Aber es kann natürlich sein, dass Österreich erstmal die Russen angreift. Könnte ich die vielleicht kriegen? Es war nicht gut. Ich hätte hier einfach eine Kaserne bauen sollen, dann wäre ich mehr im Zentrum gewesen. Ich lasse die einfach fertig machen. Ich dürfte jetzt nicht mehr viel stehen. Ich hoffe, dass es sich ausgeht. Come on. Jawohl. Hui. Jetzt müssen sie da hoch. Das ist, glaube ich, einfacher. So, jetzt holen wir uns das da oben. Eigentlich schon. Europa. Sehr, und 10 noch über. Oh, das wird eine gute Runde. Da wird man richtig Erfolg haben. Österreich ist nicht mehr so viel da. So, hier bauen wir jetzt eine Kaserne. Ich brauche hier hinten mehr Versorgung. Und damit die hier uns nicht angreifen. Oder warte mal, das ist ja. Ist egal. Das hier können sie holen. Dann bauen wir hier noch ein paar Truppen. Hier auch, weil hier haben wir einen kurzen Verbindungsweg. So, eine kleine. Es ist gut, dass die meinen Mann hier oben das eigentlich nicht verteidigt wird, dass ich das in Ruhe lasse. Ja, das war klar. Böhmen wollen sie haben. Aber ich sage euch, ich komme gleich. Ich komme gleich. Ja, jetzt gucken wir mit denen. Nehmen wir den hier unten. Okay. Und dann wird noch ein bisschen mehr. Ja. Oh, und er zieht gleich. Okay, da müssen wir hier volle Kanone, volles Rohr draufhalten. Okay, warte, lass uns strategisch vorgehen. Lass mal den hier. Und Österreich ist auch weg. So, und dann gehen wir nach Ungarn. Jawohl. Und von hier aus gehen wir nach da oben. Nein, die Russen, die halten immer dagegen. Die sind es halt gewohnt, im Osten zu kämpfen. Gerade noch gekriegt. So, die ziehen wir da runter. Darüber. Den muss ich jetzt die angreifen, sonst gehen die auf meine Kaserne. Ich muss mir, wie gesagt, immer wieder schwächen, wenn sie direkt vor meiner Haustür stehen. Wie viel haben die noch? Wir haben noch viel. Wir müssen unbedingt die Basis verteidigen.
bilden wir weiter aus. Problem ist ein bisschen, dass ich weite Wege habe. Wir setzen hier einfach nur eine Kaserne hin, weil Kohle haben wir genug. Ja, sie bauen die Front auf. Okay. Das war jetzt vielleicht ein Fehler von dir. Jetzt glaube ich dir erstmal das hier. Ja, hat gerade so gereicht. Einen haben wir da noch. So, wir schieben die Truppen alle hinterher. Wir probieren erstmal Böhmen zu bekommen. Jawohl. Jawohl, so gefällt mir das. Die lassen wir einfach mal machen, weil wir haben noch genug Truppen in der Hinterhand. Dann können wir auch noch drauf gehen. Also Russland hat einen Nachteil, beziehungsweise haben sie eigentlich nicht geachtet, sie haben zu wenig Kasernen gebaut. Also die hätten viel mehr Kasernen bauen können. Das müsste eigentlich schon gewesen sein, da muss ich fast nicht ausbilden. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass sie nicht da oben rumkommen. Fallen sie mir in den Rücken. Nee, also manchmal ist der Computer einfach unglaublich blöd. Das war schwachsinnig. Oh, drei Pferde stehen da noch. Oh, die Pferde reiten immer durch die Infanterie durch. Das ist so. Fügen einen großen Verlust hinzu, oder? Nee. Kalkuliert. Warte mal. Was haben wir da hin? Jawohl. Da füllen wir auf. Truppen ausbilden lassen wir rein. Die werden sich verschanzen, genau. So ist es immer. Wir gehen da hoch, weil da haben wir immer noch von drei anderen Ländern rein. Kann ich wieder nichts hinziehen. Schade. Die Grundlage nehmen. Einfach die Ländereien einkassieren und verhindern, dass die mehr Kohle machen können. So. Ah, die greifen mich schon gar nicht mehr an. Für Russland auch. Die sind eingekesselt. Hoffe ich mal, dass es das war. Ja, Moskau wird gehalten. Sie geben sich Mühe. Aber jetzt der finale Kampf. Und dann ist es entschieden.
fertig. Hallo? Hey. Was? Last Man Standing oder was? Aber jetzt gegen 10 hast du keine Chance, komm. Jawohl. Also, geschafft. Oh Gott. Also Russland hat es mir schwer gemacht. Aber so ist es halt bei Napoleon. Manchmal sind die Gegner ganz gut aufgestellt, obwohl es am Anfang nicht so ausgesehen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar, ein Like oder eine Teilung da. Nee, Quatsch. Ein Kommentar oder ein Like da. Und wenn es euch noch mehr gefallen hat, dann könnt ihr auch das Video teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.